Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Das Video oder die Serie, die ich gerade produziere, heißt Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren Vergleich. Und das ist Teil 2. Was Sie also hier sehen, ist das, was wir uns in Teil 1 an Erkenntnis schon erarbeitet haben. Und ich habe das hier mal auf dem Bildschirm gelassen, damit ich es nochmal kurz aufgreifen kann. Aber es ist gut, wenn Sie erst Teil 1 sich anschauen, ehe wir jetzt hier in Teil 1 weitermachen. Ich fasse kurz zusammen. Auf die Frage des Prüfers, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Gesamtkosten- und Umsatzkostenverfahren, sind zwei Dinge hier zu nennen, ehe wir in Detailbetrachtung gehen. Zwei wesentliche Dinge. Das erste ist A, beim Gesamtkostenverfahren, das man besser Gesamtaufwandsverfahren genannt hätte, werden alle Aufwendungen erfasst, unabhängig davon, ob im Moment damit Umsätze erzielt wurden oder nicht. Und das führt dazu, dass man beim Gesamtkostenverfahren Bestandsveränderungen hat. Wenn man zum Beispiel etwas produziert, dann hat man Materialaufwand und Personalaufwand, aber das Produzierte wird nicht verkauft, sondern landet erstmal auf dem Lager, dann wird das erfasst als Bestandserhöhung, als quasi buchungstechnischer Umsatz, der noch nicht am Markt realisiert ist und den wir natürlich jetzt nicht mit den Verkaufspreisen bewerten dürfen, ne? Das ist klar. Aber diese Bestandserhöhung ist ein Plusposten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, obwohl das noch nicht liquiditätsmäßig zugeflossen ist, sondern nur als Werterhöhung auf dem Lager steht. Das macht man nur beim Gesamtkostenverfahren. Beim Umsatzkostenverfahren wird der Aufwand erfasst, der mit den verkauften Produkten korrespondiert. Nur dieser Aufwand wird erfasst. Deswegen heißt das Ding Umsatzkostenverfahren, ja, also nur die Kosten, besser gesagt der Aufwand für den erzielten Umsatz wird erfasst. Das ist der erste wesentliche Unterschied. Und der zweite wesentliche Unterschied ist hier der Punkt B. Das Gesamtkostenverfahren strukturiert nach Aufwandsarten, zum Beispiel nach Personal- und Materialaufwand. Und das Umsatzkostenverfahren strukturiert nach Funktionsbereichen, zum Beispiel Vertrieb und Verwaltung. Das sind zwei Dinge, denke ich, die kann man sich auch ganz gut merken und liefert auf jeden Fall mal auf diese mündliche Prüfungsfrage eine befriedigende Antwort. Ich möchte aber jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail gehen. Und zwar, wenn wir das nochmal hier aufgreifen, Gesamtkostenverfahren, ich kürze das ab, und Umsatzkostenverfahren. Dann haben wir gesehen, beide sind geregelt im 275, im 275 HGB. Hier ist es der Absatz 2 im HGB und hier ist es der 275 Absatz 3 im HGB. Und es lohnt sich, sich das nochmal etwas genauer anzuschauen. Die ersten Posten zumindest. Wir haben, ehe wir dann das Betriebsergebnis als Saldo haben, haben wir beim Gesamtkostenverfahren, haben wir 8 Posten. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens. Und wenn wir das dann miteinander verrechnen, also diese 8 Posten, dann haben wir das Betriebsergebnis, den man auch nennt, oder das man auch nennt, den NOP, Net Operating Profit. Und wenn man dann die Steuern abzieht, hat man den NOPAT, ne? NOP oder EBIT. Ja, das ist das Betriebsergebnis, das operative Ergebnis, das, was das Unternehmen mit seinem eigentlichen Betriebszweck an Wertschöpfung erzielt hat. Beim Umsatzkostenverfahren haben wir 7 Posten. Und auch hier, wenn man diese Posten miteinander saldiert, also Plus gegen Minus verrechnet, haben wir das Betriebsergebnis. Und das ist der EBIT. Earnings before interest and taxes. Und es ist durchaus mal lohnenswert, sich die Posten im Einzelnen anzuschauen und sich diese Strukturen zu merken. Das ist nicht so schwer.
Na, wenn man sagt 275 Absatz 2, ist das Gesamtkostenverfahren im Absatz 2 geregelt. Und es gibt bis zur Berechnung des Betriebsergebnisses oder bis zur Berechnung des EBIT auf Neudeutsch, gibt es 8 Posten. Das kann man sich merken. Ja, das ist nicht so schwer. Und beim Umsatzkostenverfahren gibt es 7 Posten. Und der erste Unterschied, der sofort ins Auge fällt, ist, dass wir hier unter drittens eine Art Zwischenergebnis haben, das wir im Gesamtkostenverfahren überhaupt nicht haben, überhaupt nicht sehen. Nämlich das Bruttoergebnis vom Umsatz. Ja, das ist also ein Zwischenergebnis hier, nachdem wir erstens und zweitens miteinander verrechnet haben, dass uns das Gesamtkostenverfahren nicht gibt. Da kriegen wir diese Größe nicht. Wäre also ein weiterer Unterschied, falls Sie mal gefragt werden über diese beiden wesentlichen Unterschiede hinaus, ist das ein dritter oder, wenn man so will, schon vierter Unterschied. Der dritte Unterschied ist, hier sind es 8 Posten bis zum Betriebsergebnis, hier sind es 7 Posten, ist der dritte Unterschied. Der vierte Unterschied ist, dass es hier beim Umsatzkostenverfahren das Zwischenergebnis gibt, Bruttoergebnis vom Umsatz. Wenn man so will, schon der vierte Unterschied. Und natürlich gibt es noch einen weiteren wesentlichen Unterschied, der mit dem ersten zentralen Unterschied zusammenhängt. Und das finden wir im Gesamtkostenverfahren an Punkt 2, nämlich die Bestandsveränderung. Die Bestandsveränderungen, das kann sein eine Bestandserhöhung, wir produzieren auf Lager, oder eine Bestandsminderung, wir entnehmen vom Lager. So, das ist ein weiterer Unterschied. Nur beim Gesamtkostenverfahren gibt es die Bestandsveränderung, denn es ist das Gesamtaufwandsverfahren. Alle Aufwendungen werden erfasst, also müssen wir auch als Gegenposten die entsprechenden Wertzuwächse erfassen, selbst wenn sie noch nicht am Markt bestätigt sind. Und das sind die Bestandsveränderungen, die Bestandserhöhung. Wenn wir etwas auf Lager produziert haben, dann haben wir eine Wertschöpfung vollzogen. Sie ist bloß noch nicht am Markt bestätigt. Wir dürfen also nicht mit Verkaufspreisen bewerten und so weiter, aber es ist etwas passiert. Und das müssen wir erfassen, weil wir auch die gesamten Aufwendungen erfassen. Das Umsatzkostenverfahren kümmert sich darum nicht, weil es nur die Aufwendungen erfasst, die mit dem Umsatz zusammenhängen. So, jetzt wird natürlich der weitere wichtige Unterschied, den ich am Anfang im ersten Teil des Videos schon gesagt habe, wird natürlich unmittelbar deutlich. Hier ab fünftens beim Gesamtkostenverfahren beginnen die Minusposten. Also alles ab fünftens ist Minus, 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 Minus. Und es ist strukturiert nach Aufwandsarten. Also fünftens ist der Materialaufwand, den wir natürlich abziehen müssen. Ne? Materialaufwand. Und entsprechend ist sechstens der Personalaufwand, der sogar noch strukturiert ist in A und B, in Löhne und Gehälter und dann die Sozialabgaben. Eine Angabe, die wir im Umsatzkostenverfahren, das habe ich in Teil 1 schon erklärt, im Umsatzkostenverfahren nicht finden. So, wir finden diese Angabe in dieser Tabelle hier, finden wir das nicht. Aber hier im Gesamtkostenverfahren ist es sogar noch unterstrukturiert. Dann die Abschreibungen. Und achtens, sonstige betriebliche, hier liegt die Betonung, betriebliche, wir berechnen ja das Betriebsergebnis, Aufwendungen. Ja, diese Posten werden alle abgezogen, Minus, 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 Minus. Also ab fünftens haben Sie im Gesamtkostenverfahren immer nur Minusposten. Und im Grunde sind die ersten 4 Posten, wenn wir unter zweitens eine Bestandserhöhung erzielen, alles Plus. Plus, also alles positive Zahlen. Das erste sind die Umsatzerlöse. Und hier kann es natürlich sein Plus oder Minus. Bei Bestandserhöhung ist es Plus, aber es kann auch mal eine Bestandsminderung sein, dann wäre das die Ausnahme, wäre Minus. Drittens sind andere betriebliche, da liegt wieder die Betonung, Eigenleistungen, andere betriebliche Eigenleistungen.
Viertens, sonstige betriebliche Erträge. Alles plus. Ja, alles plus. So, also man kann grob sagen, wenn man hier mit der Prämisse arbeitet, dass eine Bestandserhöhung vorliegt, sind im Gesamtkostenverfahren die ersten vier Posten alle plus und die zweiten vier Posten alle minus. Und dann haben wir das Betriebsergebnis. Beim Umsatzkostenverfahren finden wir die Strukturierung nach Aufwand und nach Aufwand, also Material- und Personalaufwand, so wollte ich sagen, nach Aufwandsarten finden wir nicht im Umsatzkostenverfahren. Sondern das Umsatzkostenverfahren hat eine andere Strukturierungsart. Nämlich, es hat unter viertens die Vertriebskosten, die man hier auch besser Vertriebsaufwand genannt hätte. Und als fünftens die allgemeinen Verwaltungskosten, die man auch besser Aufwand genannt hätte. Ja, wir sind ja hier in der Finanzbuchhaltung, wo wir mit den Begriffen Aufwand und Ertrag arbeiten. Und für den Anfänger ist das immer verwirrend. Und ich verstehe das gut. Ich habe viele Videos gemacht, Unterschied zwischen Aufwand und Kosten. Aufwand ist der Begriff, der uns in der Finanzbuchhaltung, also in der Gewinn- und Verlustrechnung begegnet, wo wir Erträge und Aufwendungen gegenüberstellen. Und Kosten und Leistungen sind die Begriffe aus der Kostenrechnung, also dem innerbetrieblichen Kontrollsystem, das ein Unternehmen haben sollte, nicht haben muss, aber haben sollte, während es das hier haben muss. Und dann kommt wieder der Begriff Kosten hier rein, weil die Juristen das alles nicht begriffen haben. Also Vertriebskosten und fünftens allgemeine Verwaltungskosten. Wichtig ist also hier der Unterschied. Hier strukturieren wir nach Material beim Gesamtkostenverfahren und nach Personal. Hier strukturieren wir nach Vertrieb und Verwaltung. Anderes Strukturierungsprinzip, wie schon im ersten Teil gesagt, wird hier also nochmal wieder deutlich. So, das ist hier Minus, das ist Minus. Und jetzt haben wir hier was anderes. Jetzt kommt unter sechstens, nämlich sonstige betriebliche Erträge. Also ein Plusposten minus sonstige betriebliche Aufwendungen. Also diese klare Strukturierung wie links, viermal plus praktisch und viermal minus, haben wir hier nicht. Sondern wir haben hier minus Vertriebskosten, minus allgemeine Verwaltungskosten, plus sonstige betriebliche Erträge, minus sonstige betriebliche Aufwendungen. Nur der erste Posten ist gleich, das ist auch hier Umsatzerlöse, natürlich plus. Und der zweite Posten sind eben diese berühmten Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistung. Ich sage es nochmal. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistung. Also Herstellungskosten für die Umsatzerlöse. Ja, das ist die Besonderheit, deswegen heißt das Ding Umsatzkostenverfahren, weil wir nur diese Herstellungskosten erfassen, die tatsächlich mit den Umsatzerlösen korrespondieren. Ja, während wir beim Gesamtkostenverfahren hier die Bestandsveränderungen haben. Ja, das ist hier nochmal der zentrale Unterschied zwischen den beiden Verfahren, den ich schon im ersten Teil herausgearbeitet habe. So. Das sind also schon mal ganz wesentliche Unterschiede zwischen diesen beiden Posten, wenn es um die Ermittlung des Betriebsergebnisses geht. Jetzt gucke ich gerade auf die anderen Posten danach. Vom Betriebsergebnis arbeiten wir uns ja weiter vor, dann zum Jahresüberschuss. Und das sieht mir das sehr, sehr ähnlich aus. Muss ich mir noch genauer anschauen, ob es sich lohnt, dafür noch ein Video zu machen, ob das lohnt, das nochmal zu kontrastieren. Ja, also, aber hier der Kontrast, der denke ich, der ist schon ganz lehrreich und aufschlussreich, weil man die wesentlichen Unterschiede hier nochmal sieht. Und sie kommen weit, ich sage es nochmal, wenn sich einfach die Strukturen merken. 275 Absatz 2 Gesamtkostenverfahren hat 8 Posten, bis man beim Betriebsergebnis ist. Und 275 Absatz 3, das Umsatzkostenverfahren, hat 7 Posten.
Hier müssen Sie 4 mal Plus rechnen, positive Bestandsveränderung unterstellt, und 4 mal Minus. Hier geht das mit dem Plus und Minus zusammen. Ne? Also hier haben wir Plus, durcheinander wollte ich sagen, nicht zusammen, sondern durcheinander. Plus, Minus, dann haben wir hier einen Saldo, den wir links nicht haben. Dann haben wir Minus, Minus, Plus, Minus. Ja, Plus, Minus, Saldo, Minus, Minus, Plus, Minus. Und hier haben wir Plus, 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 Minus, Minus, Minus. Und das sind so Dinge, strukturelle Dinge, die sehr hilfreich sind, sich einzuprägen. Okay, das soll genügen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.